Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. So, den breche ich mal ganz kurz ein bisschen, die Beine quasi, und warte jetzt mal, bis der hier wieder raus ist, weil der fährt nämlich gerade erst ein, die haben sich ein bisschen vom Takt her verabschiedet. Der muss hier mindestens hier durch sein, bevor ich den anderen überhaupt starten kann. So, der zieht jetzt hier raus. Mit dem fahren wir natürlich gleich noch eine Runde mit, aber im Augenblick habe ich da jetzt noch eher ein bisschen was anderes im Kopf. Wie gesagt, hier muss jetzt gleich noch ein Zug durchkommen und wenn der durch ist, starte ich den wieder. Damit sich auch ein bisschen mehr Passagiere hier, weil ihr seht schon, wie lange das jetzt hier gedauert hat. Und das ist alles Bargeld. Das ist Zeit, wo mehr Trams an die Bahnhöfe kommen können. So, und viel Spaß. So. Richtig interessant wird es eigentlich erst, wenn der hier oben ankommt, weil dann nimmt er nämlich in beide Richtungen eine volle Ladung mit und damit verdient dieser Zug auch sein Geld. Zumindest im Augenblick. Und mit dieser Ladung können wir dann mal gucken, was da passiert. 115 fährt er aktuell, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Weil schaut mal hin, wie schnell der jetzt hier angekommen ist. Das ging jetzt ratzfatz auch. Ich gucke jetzt mal gerade. So, und der macht nämlich jetzt Folgendes, der kümmert sich jetzt darum, dass hier endlich mal wieder in Produktion einsetzt und zwar richtig gut. Damit verdienen wir hier auf der Route nämlich noch ein bisschen mehr Kohle, weil der kann das nämlich. Der ist nicht so lang wie die anderen, aber dafür unheimlich schlagkräftig und nimmt in beide Richtungen hoffentlich jetzt sehr, sehr viel davon mit. Was uns hier wiederum einen Ausgang bringen sollte, und zwar sollte der diese Linien hier hochschieben, auch unter anderem die bessere ins Plus ziehen. Gucken wir mal schnell, der kommt jetzt hier oben an. Wie gesagt, hier wird er auch dringend gebraucht. Und hier haben wir ja auch das nächste Problem. Hier geht ja auch eine Linie durch, die nicht verdient. Die nicht kann. Die haben ja MAN schon drauf geplant. Schaut euch das mal an. Hier sehen wir nämlich jetzt endlich mal Transporte. So, die kriegen jetzt endlich mal das Baumaterial, was sie die ganze Zeit sich schon gewünscht hatten. Und jetzt gucken wir mal finanzmäßig. Ja, ist jetzt noch im Minus, aber der fährt ja jetzt auch erst los. 5 Millionen gerade im Minus. Die fahren wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz leer. Die haben. Oh, 1 Million hat er gerade verdient. Sauber. Ja, 8.000 hat er jetzt letztes Jahr Minus. Solange die jetzt wieder langsam ein bisschen anfangen, bin ich zufrieden. Und wenn das hier jetzt endlich mal mitgenommen wird, hoffe ich, dass hier jetzt auch mal ein bisschen was passiert. Die sind auf jeden Fall wieder im Plus. Mal gucken, ob sie es bleiben. Stein, 500.000. Und wo haben wir sie? Baumaterial Hammelburg, auch 500.000. 1 Millionchen macht dieser Linie alleine jetzt schon, ja? Und ich glaube, die hat erst gerade angefangen, ne? Weil die fährt ja jetzt mit 200.000. Oh, schaut mal, wie hoch das jetzt geht. Gucken wir mal schnell. Wow. Boah, es funktioniert. Das gefällt mir. Nicht ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Ja. Aber das macht natürlich jetzt den entscheidenden Unterschied. Potenzial ist hier riesig. Die haben auch noch mega viel im Lager rumliegen. Aber die können die Produktion jetzt zumindest wieder theoretisch anheben. Aktuell auf 500. Jetzt gucken wir mal, wenn der Zug ein bisschen fährt, dann kann da auch mal ein bisschen was passieren. Gut, dass er natürlich jetzt hier nichts haben möchte, ist mir ja auch klar, ne? Dafür ist er auch nicht gedacht. Hier bringt er auch nur ein bisschen Baumaterial an. Das war wahrscheinlich jetzt auch nicht die Welt, aber schiebt den auf jeden Fall 500.000 ins Plus. Was ja natürlich bei den Zügen schon mal gut ist, wenn die ein bisschen im Plus liegen. Wie schaut das jetzt hier hinten aus? Die müssten ja jetzt eigentlich ihre Produktion auch angepasst haben, haben sie auch. Aber halt sehr, sehr wenig. Es ist alles ganz arg verhalten. Weil da kommt nämlich jetzt demnächst auch ein Zug an. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Der kriegt jetzt eine Hauptnetz-2-Linie. Der wird nämlich eine andere Linienzuweisung hoffentlich kriegen. Und zwar, da wird natürlich ein bisschen Druck drauf sein. Und zwar wird der
auf der dunkelgrauen Linie fahren. Oder na, machen wir das anders. Der fährt auf der dunkelroten, knallroten Linie, ist mir egal. Und zwar folgendermaßen. Der fährt von hier nach da, zurück nach hier, nach da und dann nach hier. Hat den Hintergrund, der hat eine andere Aufteilung. Das ist Hauptwaren-Hauptnetz. Das ist jetzt im Augenblick noch ein kleines notwendiges Übel. Der bleibt im Prinzip auf der nächsten, auf dem gleichen Korridor unterwegs, hat aber eine andere Linienaufteilung. Hier haben wir jetzt ein Problem. Oder haben wir keins? Ne, haben wir keins. Der hat eine andere Aufteilung. Das wird nämlich jetzt hier auch hier niederschlagen. Hoffentlich. Ich weiß es noch nicht, ob sich das umsetzt. Oder ob sich das lohnt. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Weil damit hat er nämlich eine andere Fahrzeit. Der fährt erst hierhin, dann da runter. Und wenn der hier unten angekommen ist, ist sein einziges Ziel, wieder hierher zurückzukommen. Das heißt, der wird oft der schwarzen Linie hinterherfahren. Wobei, es macht keinen Unterschied. Der kann auch, warte mal, die rote Linie machen wir weg. Den hauen wir wieder auf die schwarze Linie drauf. Das ist mir egal. Das macht keinen Unterschied. Weil der fährt ja eh... Wir haben keine Überholgleise hier drauf. Jetzt hat er natürlich hier eine ganze Ladung verloren, ne? Ja, naja, gut, egal. Und jetzt hier die Produktion wenigstens? Ja, die funktioniert, okay. Okay, hier müssen wir nochmal einen Block reinsetzen, habe ich gerade gesehen. Das ist ein bisschen schwierig gerade gewesen. Sperrsignal, nee, oder? Wird noch gerade so ganz coole. Schutz halt. Nee. Wo sind meine coolen... Ich will die eigentlich hier so nicht setzen. Ach, die können wir uns gar nicht leisten. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, schade, die sind nicht mehr drin. Nee, machen wir nicht. Okay. So, wir sind wieder im Plus. Hoffentlich auch dank dieser Linie. Weil dann können wir nämlich, wenn wir ein bisschen im Plus sind, können wir den nämlich reinholen und dann kriegt er nämlich auch ein paar Brötchen drauf. Dann verdient er noch mehr. Vielleicht ist das auch tatsächlich die Zukunft dieser Linie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der verdient auch ein bisschen Ticken mehr. Wie schaut es hier aus? Ist noch nirgendwo jetzt ein großes Problem. Hier ist nur das Problem, dass hier tatsächlich extrem viele Leute warten. Gerade auf die Altenberger Linie hier. Hier geht's eigentlich noch ganz gut, aber dafür sind die aber auch ein Ticken mehr im Minus. Machen wir auch hier mal ganz kurz eine Aktualisierung drauf, aber noch nicht auf sofort, sondern auf geplant halt eben. Weil die werden alle irgendwann mal alt werden und es dauert nicht mehr allzu lange. Wie viele Brötchen liegen hier an? Ich hoffe bald wieder ein bisschen mehr.
Oh. Der ist schon 44 Jahre alt. Alter Schwede. Mein Gut, wir könnten uns den einen Zug einfach sparen, schlicht und ergreifend. Und lassen nur den großen laufen, weil der hat ja eine Taktung von 4 Minuten. Die haben eine andere Taktung. Dann könnten wir uns vielleicht diese Lücke hier einfach schenken. Ich suche eigentlich nicht diese Signale. Wo habe ich denn die gesetzt? Hier oben habe ich die doch mal gesetzt gehabt. Diese Signale suche ich. Haben wir die nicht mehr auf unserer Linie hier drauf? Ne, tatsächlich, die haben wir nicht mehr. Aber die wollte ich eigentlich nicht setzen. Weil gerade hier wäre zum Beispiel ein Block ganz gut, beziehungsweise eigentlich, ja, der Block ist eigentlich ganz schwierig. Ich würde ihn gerne hierhin zum Beispiel setzen. Aber gut, okay, jetzt suchen wir erstmal nochmal Probleme. Versuchen wir jetzt erstmal nochmal Probleme zu lösen, genereller Natur. Wir haben bei dem Kroko gerade ein Minus, weil hier wieder mal nichts produziert wird. Das ist ein Problem, das wissen wir. Liegt aber daran, dass sobald die hier diese Lücke haben, haben die eigentlich mittlerweile genug. Die haben noch mega viele Tiere im Lager, deswegen geht da schon mal nichts. Und das ist generell schwierig bei den Jungs. Okay. Jetzt haben wir hier eine Hammelburg-Linie, die macht mehr Minus als vorher gemacht hat, weil einfach das total durch den Wind ist. Dann bauen wir die jetzt mal so auf, wie ich es eigentlich wieder vorhatte. Und zwar jetzt geben wir der nochmal einen richtigen Takt. Schauen wir mal schnell, er speichert gerade. Warte mal, wo sind die drei? Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passt. So will ich, dass ihr fahrt und so fahrt ihr bitte auch. Dann nimmt er auf jeden Fall alles mit und damit ist er hoffentlich ein bisschen besser unterwegs. Jetzt kommen die natürlich alle heim, ist ja klar. Und der ist nicht mehr Bus 1, sondern Hammelburg Tram 1. So, jetzt heißt das Kind auch wieder richtig. So, hier läuft auch nochmal eine riesen Truppe lang, okay. Weil hier oben ist nämlich auch immer viel Action, hier oben ist immer viel Action, das kriegen wir so hin. So, nächste Baustelle. Obernburg. Obernburg haben wir ja das System versucht zu verteilen. Vereinzelung war da das Stichwort. Stop it. Okay. Die fahren ja einzeln ja schon alles ab. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann kommt der jetzt hier. Wird verkauft. Und die Zweier-Tram wird dicht gemacht. Fertig aus. Wählen. Gleiches Spiel wahrscheinlich wieder. Ja. Die Tram, dadurch, dass die Trams ja eh gleich bleiben sind. Eine machen wir dicht. Und eine wird hier erhöht. Die können wir natürlich jetzt nicht sofort ersetzen, weil, ja doch, in dem Fall tatsächlich schon. Machen wir auch. Und gleiches machen wir hier hinten auch. Eine Tram, so wie ich es gewohnt bin,
mit diesen Experimenten. Das klappt schon manchmal, aber in dem Fall will ich die dicht machen und versuche dann den hier zu erneuern auf die neue größere Linie, dass der halt auch seine Mirage drauf bekommt. Und hier müssen wir aber auch tatsächlich nochmal umbauen, weil das klappt so gar nicht. Sorry. Ich wollte nicht klingeln. So. Also, nochmal ganz kurz platt machen alles, neu aufbauen. Du gehst von hier, nach dort, fährst dann hier rum. Dann hier rum. Dann würde der jetzt hier nicht mehr ankommen. Dann ändern wir halt das System. Dann machen wir jetzt einfach Folgendes. Hier würde jetzt halt keiner mehr stehen bleiben. Das macht aber nichts. Muss mal ganz kurz eine Sekunde warten. Jetzt kommen ja laufend neue Trams rein. Wir lösen jetzt Kostenfaktoren auf. Mehr machen wir nicht. Wir verbrauchen für das, was wir einnehmen, einfach zu viel Geld. Und das muss jetzt gelöst werden. Das haben wir schon viel zu lange mit uns rumgezogen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir da mal die Handbremse ein bisschen anziehen. So. Gleiches System. Wir gucken jetzt mal gerade nach der 8. Kommt die 9. Und dann können wir das Ding hier platt machen. So, fertig. Problem gelöst. Nach der 10 geht's zurück. Und das Ding bauen wir jetzt auch um. Und zwar einen Meter weiter hinter. Ach, kein Geld. War gerade Monatswechsel, ha? Aber das kriegen wir. Ich schaue mir dann gleich nochmal den Baumaterialzug an, weil ich einfach wissen will, was mit dem abgeht gerade. Das ist natürlich jetzt für diese Züge gerade ein bisschen schwierig zu verkraften, weil jetzt einfach überall in jeder Stadt die Fahrbahnen geändert wurden oder die Routen geändert wurden, und das macht natürlich bei solchen Linien generell erstmal eine riesen Änderung aus. Die werde ich ein bisschen weiter nach hinten versetzen, einfach aus dem Grund, weil die Trams immer länger werden. Und dann passt das nämlich auch auf der Seite wieder. So. Okay, und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wir haben jetzt auf Beschleunigung. Ich will alle Trams sehen, die ich hier sehe. Wir haben hier eine Tramlinie, die extrem stark ist. Aber noch dringend eine Mirage bräuchte. Können wir uns gerade nicht leisten, ist klar. Aber können wir uns bald leisten. So. Gucken wir mal hier. Haben wir ja schon die Umstellerei gemacht. Jetzt haben wir nur noch eine Linie, die kostet. Aber die auch Transportkapazität hat. Ja. Da sparen wir uns eine ganze Linie weg. Gleiches System hier wieder. Hier ist auch ziemlich viel los. Das passt. Und hier oben haben wir auch wieder, wie gesagt, gleiches System auch da. Da wollen wir auch jetzt mal ganz kurz auf die Mirage umändern, weil die brauchen wir einfach hier auf dem Ding. Und da sagen wir hier Aktualisierung. Ja, das wird ein bisschen dauern, ist mir schon auch klar. Es ist halt jetzt Aktualisierungszeit gerade. Alte Züge müssen auch demnächst runter, aber auch da, wie gesagt, brauchen wir erstmal Kohle. So, 3 Waren hat er noch dabei, macht aber ein solides Plus, 500.000 ist drin. So, jetzt gucken wir nochmal weiter. Sind die Kostenfaktoren so ein bisschen ausgeglichener? Da müssen wir aber trotzdem nochmal rangehen. Ich verkaufe hier trotzdem auf 63. Muss es bleiben. Der macht immer noch Minus. Wie schaut es denn hier oben bei den beiden Linien aus?
Die machen solides Plus. Ich frage mich gerade, ob hier diese Linie zu hoch getaktet ist. Wobei, die heben sich mittlerweile fast auf miteinander. Aber hier kommen wir langsam hin. Also hier klappt das jetzt mit dem Abtransport schon ganz gut. Gut. Der hat gerade mitgenommen, volle Ladung. Wie schaut es hier vorne aus? Wie gesagt, auch da bräuchte man dringend einen Zug, der noch die Überschüsse mitnimmt, damit die hinten dauerhaft produzieren können. Wenn da ständig Bewegung drin ist, dann klappt mir das besser. Und mit der derzeitigen Lieferung muss ja auch erstmal gehandelt werden. Also wie hier zum Beispiel haben wir auch noch so ein bisschen Probleme. Da würde ich ganz gerne switchen auf den MAN. Das wäre eher so eine Geschichte, die wir noch nutzen könnten für Überlandfahrten. Da machen wir die Aktualisierung rein. Dann machen wir folgendes, dann ändere ich das jetzt hier oben ab. Und dann holen wir uns hier den Perlit drauf. Peterbilt, genau so rum. Perlit, das war wieder was anderes. Der kann Lebensmittel, aber sonst nichts. Der kann alles. Kostet aber auch nicht viel mehr. Aktualisierung rein. Wie gesagt, Langzeitaktualisierung interessiert uns jetzt im Großen und Ganzen erstmal nicht so wirklich. Wie schaut das mit unserer Zugverbindung aus? 3,1 Millionen ist okay. Okay, jetzt erholt die sich langsam, die Hauptroute. Safe Game. No! Schön. Mir fehlt aber hier noch ein bisschen an ein paar Brötchen. Das wird hoffentlich jetzt noch was, bevor... Die haben sich ein bisschen im Takt vertan. Warte mal ganz kurz. Stopp! Ich halte den mal ganz kurz ein Sekündchen an. Die bauen einen schöneren Takt miteinander, sonst verdienen die nicht genug. Ich muss warten, bis der andere mindestens hier ist, wenn nicht sogar hier ein bisschen weiter vorne. Da der aber bergauf muss, lasse ich den ein bisschen weiter vorne starten, damit die Taktung hier halbwegs ähnlich bleibt. Genau. So scheint es nämlich ein bisschen besser zu laufen. Und die haben nämlich auch mehr Zeit, Brötchen wieder vorzubereiten. Weil die, wenn die richtig laufen, klappt das nämlich auch mit dem Nachbarn hier. Und die müssen sich nicht die ganze Zeit aufeinander warten. Das ist nämlich total dumm eigentlich. Schauen wir nochmal fix, ob das funktioniert. Finanzen, passt, schaut gut aus. Hier der Knick, den kennen wir ja noch. Aber ansonsten macht diese Linie, was sie soll. Und das macht sie wirklich schön. Etwas über eine halbe Million pro Tour. Jetzt kann der wieder voll aufladen. Der krebst manchmal ein bisschen rum. Also hier sehen wir, das ist nicht schön. Das ist ganz schlecht. Hier geht's gut. Ja. Also so eine Million, 1,6 pro Zug, finde ich, ist eine feine Sache auf der Route. Hier haben wir jetzt momentan einen absoluten Stau. Was kostet uns das? 1,57. Das müssten wir uns eigentlich leisten wollen, weil ansonsten bricht uns das. Schaut mal her, wie viel hier rumliegt. Müssten wir fast auf den Perlit auf... Peterbilt! Ah! Nee. Mach mal. Wenigstens ein bisschen was. Hier muss mehr gehen. Und 16 pro Tour ist eine gute Sache. 40 Sekunden Takt ist aber eine etwas schwierige Geschichte, wenn das verteilt soll. Weil die hier sind knallevoll, da geht er jetzt gar, das geht gar nicht mehr. So, der kommt jetzt hier hoch, das macht nichts. Na, jetzt gucken wir mal. Lassen wir die Spiele laufen, meine Lieben.
So, weil der kriegt nämlich immer weiter zu Brot. Das kann schon ein bisschen besser werden, das kann aber auch ein bisschen schlechter werden. Und wenn hier so viel drauf ist, dann muss ich sagen, meine Lieben, dann ist definitiv Zeit für ein bisschen mehr Liebe. Statt Wählenverteiler. Einen noch und dann ist gut. Wie gesagt, so ein dermaßenes Problem hier, das möchte ich nicht auf Dauer auf mir sitzen lassen. Wenn wir schon mal das Zeug wegbekommen, nicht den nächsten Flaschenhals reinfüllen, sondern hier wirklich einfach abarbeiten. Sauber abarbeiten und zwar jetzt so, wie sie es machen, machen sie es richtig. Oh, hier kommen endlich mal schöne Sachen. Oh, ich liebe es. Oh, ich liebe es insgesamt. Auch das, sehr schöne Züge. Alles ganz, ganz großes Kino. Die sind jetzt ein bisschen im Minus. Gut, die müssen sich auch erstmal ein bisschen damit akklimatisieren. Die Wählentram, gut, ja, tut mir jetzt nicht weiter weh. Ja, ganz wenig hier raus, den Rest hinten weg, das ist okay. Hier kein Stress, wird abgearbeitet. Hier haben wir ein bisschen Overpower. Auch hier mal ganz kurz eine Aktualisierung draufschmeißen, damit das Zeug abgewirtschaftet, also wirklich abgearbeitet werden kann. Und jetzt hier haben wir nämlich zum Beispiel schon das Problem. Hier nimmt er gar nicht mehr voll mit. Das ganze Bewirtschaftungssystem ist hier in die Knie gegangen gerade. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Die Produktion war mal ganz gut gewesen eine Zeit lang. Jetzt ist es ein bisschen eingebrochen, macht aber nichts. Kann wirklich daran liegen, dass das Zeug hier nicht wegkommt. Wobei man dazu sagen muss, die arbeiten sich hier schon ganz gut wund. Ja. Guck mal, 25.000 im Plus. Lass mal einfach mal einen Blick. 21, ja. Ja, es schaut gut aus. Also es scheinen wohl langsam aber sicher ein bisschen weiter aufzubessern. Und wir bleiben einfach dabei, dass das hier, dass das wird. Ja. So will ich das. Ja, und jetzt wird hier auch so weit abgefrühstückt, dass es nicht mehr ganz so in eine Stresssituation reinführt. Genau. Das Positive an der ganzen Sache ist, das schaut jetzt insgesamt ein Ticken hübscher aus. Die fahren sich schon wieder hinterher. Das wird auch nicht besser auf der Route. Das ist schade drum. Das ist so schade einfach nur. Auch wenn die immer noch zu zweit hier einen Gewinn machen, ist es nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ist die Stadt einfach aufgefüllt oder was ist mit der? Ja, die ist einfach aufgefüllt. Jetzt mache ich aber trotzdem mal Folgendes. Oh! Jetzt hat sich das Spiel gerade verabschiedet gehabt. Ich habe keine Fehlermeldung bekommen. Terminal ist nicht korrekt verbunden. Warte mal kurz. Jetzt ist besser. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar, ich lege hier jetzt einfach mal ganz kurz. Wir haben die Folge wirklich schon überreizt quasi.
Ich lege jetzt hier einfach mal ein paar Haltestellen rein. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir bauen jetzt hier eine kleine Verbindungsstreckchen. Wirklich ein ganz kleines Gerät. Das ist Anweiler A.T Bus 1. So, das machen wir so. Und jetzt kommt hier nochmal eine zweite Route drauf. Nee, so nicht. Und der hier bringt jetzt Leute direkt hier hin. Und das ist jetzt Hammel B Anweiler Bus 1. So. Wir machen jetzt quasi eine Überlandbuslinie, damit die Stadt auch tatsächlich wachsen kann, weil die wird gerade massiv befeuert und eigentlich, weiß ich nicht, sonst bringt sie ja auch nichts. So, Straßenfahrzeuge, Passagiere. 16, 28, kostet 70.000 im Jahr. 16, was haben wir hier? 25, auch um den Dreh rum. Wer schafft denn am schnellsten? Der schafft 90 km/h mit 15. Was Besseres kriegen wir hier auch nicht, oder? So, gucken wir mal schnell. Passt. Und innerorts lassen wir jetzt einen kleineren Bus fahren. Auf dunkelblau ist der. Könnte man einen MAN laufen lassen. Nicht genügend Geld. Ja, das ist, ich weiß. Mach mal eine Überlandbuslinie noch her. Einfach noch mal, um hier ein paar Burger mit an den Bahnhof zu bringen. Wie gesagt, dazu braucht man ein paar Krötis. So. Weil außerdem macht das natürlich wiederum Sinn. Damit wächst diese Stadt natürlich auch. Weil die könnte nämlich mehr, wenn hier auch ein bisschen mehr Verbindung da wäre. Und wir haben ja ein Herz für Verbindung, das ist ja sowohl eh klar, ne? Schauen wir mal schnell. Hier sollte es nicht lange dauern, bis der erste Bus hier tatsächlich eintrudelt. Das wollte ich eigentlich ganz gerne noch im Bild haben. So. Ein 4-Minuten-Bus ist natürlich jetzt nicht die Sache, die ich mir vorgestellt habe dafür. Aber irgendein Wahnsinniger trifft es immer. Der wird auf jeden Fall dahin laufen. Und solche Buslinien funktionieren erstaunlicherweise tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Gerade Überlandbuslinien, keine Ahnung warum, funktionieren eigentlich relativ gut. Ich gucke jetzt mal, wenn ich einen sehe, muss ich mal ganz kurz Pause machen. Ich hätte ganz gerne den ersten Bus in dieser Sparte hier, möchte ich ganz gerne mal feiern. Sollte ja jetzt gleich hier reinschneien und den würde ich mir ganz gerne einfach mal bildlich festhalten. Da ist er, der erste Überlandbus, der sich hier rein bewegt. Oh, Scheibenwischer gehen sogar bei dem Jungen. Oh, wie cool. Gefällt mir optisch unbeschreiblich gut. Ja, ganz kurz, das Depot brauchen wir noch. So. Warum auch immer das andere Ding als Tram bezeichnet, ich weiß es nicht. Aber wenn wir uns hier überlegen, wir bräuchten tatsächlich nur noch einen von den MAN, um diese Linie als funktionsfähig zu bezeichnen. Weil dann ist der nämlich auf einem ganz guten Weg hier. Guck
gucken wir mal schnell. Hier will aber noch keiner mitfahren, das ist schade. Momentan hier volles Minus, aber das wird schon, meine Lieben. Glaubt mir, das wird irgendwann hier... Da, tatsächlich, der Erste will schon. Ich weiß nicht, ob der Bus tatsächlich schon im Einsatz ist. Ich glaube noch nicht. Ich sehe ihn zumindest noch nicht reinfahren. Ja, mit dem ohne den Vierfach-Progression-Verlangsamungs-Mod ist das natürlich auch alles ein bisschen einfacher. Deswegen mag ich den ja persönlich auch, weil es dann nicht so easy am Anfang ist. Ja? Wenn ihr jetzt normal Transport FIFA ohne irgendwelche Add-ons startet, dann ist das viel, viel einfacher, weil ihr am Anfang viel schneller zu Geld kommt. Weil die Zeit ja hier verlangsamt wird und damit natürlich auch pro Trip die Zugverbindung. Also wenn ihr jetzt bei mir einen Zug eine Million macht, würde wahrscheinlich bei euch vier machen. So nach dem Motto. Dafür ist die Zeit langsamer. Natürlich werden auch die Kostenpunkte für die einzelnen pro Monat ist natürlich auch wieder auch anders. Also viel verändern tut sich da eigentlich nicht. Ganz kurz nochmal, wo hängt es denn gerade wieder? Ja gut, das ist klar. Da müssen wir den Takt natürlich hochziehen. Hardcore, ne? Und auch hier ist es zu stark. Die machen mal wieder Minus. Okay, da ist es mal wieder an der Zeit gerade. Okay, dann haben wir jetzt einfach gerade mal eine blöde Phase wieder erwischt, wo die Brötchen wieder leer laufen. Gucken wir mal, haben die schon Einnahmen generiert? Noch keine, ne? Ja, schade drum. Wie schaut's bei euch aus? Ja, die Einnahmen sinken hier ein bisschen, aber das liegt einfach... Ich glaube, das wird mit der Stadt selber jetzt besser werden. Wenn die angeschlossen sind, dann dürfte sich das nämlich auch alles 9% aktuelle Mitfahrt. Aber hier warten immerhin schon 15 Leute auf Mitfahrtgelegenheit. Also das klappt jetzt dann gleich. Gucken wir uns nochmal einen an. Die fahren jetzt alle gerade Richtung Bahnhof. Da will ich nämlich genau hinschauen. So, der fährt jetzt gleich in das Depot ein. Zwei wollen immerhin mit. Ein paar Euro hat er verdient. Das ist okay. Jetzt sollte man dann auch tatsächlich gleich ins Plus kommen. Wenn, aber da kommt der Monatswechsel uns dazwischen. Ja. Wie gesagt, tut mir nicht weh. Lassen wir einfach laufen, das Ding. Und dann gucken wir mal, wo die Reise noch hingeht. Hier ist jetzt ein enormer Verkehrsfluss eingesetzt. Der wird wahrscheinlich auch in die gleiche Richtung gehen. Ah, gar nicht mal so schlimm. Ja, tatsächlich, die wollen wirklich überwiegend hier drauf. Wenn die sich ein bisschen besser ausgetaktet haben, dann geht das auch ein schönes Stückchen schneller. Wie viel könnt ihr mitnehmen? 15. Das ist ja perfekt. Jetzt warten wir mal ganz kurz. Weil das klappt jetzt natürlich nicht, weil ihr einfach nicht schnell genug wieder Nachschub rankommt. Die Baumaterialien wieder. Was ist denn da schon wieder los? Hängt's wieder voll? Hm? Ja, hängt wieder ein bisschen. Aber wirklich, tatsächlich diesmal nur ein bisschen. Dafür verdienen die wieder ganz gut. Also das klappt jetzt schon mal. Wie gesagt, hier hätte ich ganz gerne oder hätte ich mir gewünscht, wenn hier einfach ein bisschen mehr gehen würde. Aber 288, das hier wird auf jeden Fall steigen, je länger wir da mitfahren lassen. Momentan scheinen die sich nach oben zu entwickeln. Also ich hoffe, dass das auch besser wird noch.
Bloß wir brauchen einen besseren Takt drauf und den kriegen wir mit dem momentanen Preisen kriegen wir das nicht hin. Wie schaut es jetzt hier aus? Ja, die sind jetzt ein bisschen runtergekrebst, aber okay. Stopp. Wenn wir es gerade mal haben. Einer geht nur, aber das macht nichts. Dann schieben wir den gleich da drauf. Ich weiß, das ist jetzt... Wir bräuchten eigentlich jede einzelne Dublone, die wir hier nutzen können. Aber was willst du machen, ne? Jetzt haben wir so zumindest einen 95er Takt. Jetzt kommen auch ein bisschen schneller hier wiederum Leute ran, damit auch diese Überlandlinie besser funktioniert. Das ist halt so der Punkt. Wie schaut es hier eigentlich aus? Das ist okay. Ausgewogen. Ja, und hier wollen auch viele Leute, die switchen dann auch tatsächlich zwischen Tram und Bus hin und her. Also das klappt hier ganz gut. Und das bringt uns hoffentlich hier auch nochmal einen kleinen Bonus, einen Booster auf diese Linie. Hier sind zwar nicht viele immer dabei, aber ein paar wollen dann tatsächlich doch mitfahren. Und die bleiben natürlich dann hier stehen und wollen dann hoffentlich auch irgendwann mit dem Anweilerbus weiter. Auch wenn das natürlich jetzt hart an der Grenze ist, ich glaube, wir brauchen da noch einen. Ich weiß, ich komme heute tatsächlich nicht zu einem Ende. Das ist den meisten wahrscheinlich ganz recht so. Ja, aber mal so eine heftige Folge hatten wir schon lange nicht mehr. Ich finde, es ist okay, wenn wir das mal machen. So. 58, das passt. Jetzt sollte hier erstmal die Lichter angehen. Mit dem Takt. Hier ist alles angebunden tatsächlich. Hoffen wir mal, dass das hinhaut. Meine Lieben, wir sehen und hören uns erst in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr den Bock drauf habt, eine Kleinigkeit muss aber noch sein. Ach, da ist die Kohle nicht da. Okay, lassen wir es erstmal so. Mitten hier im Nirgendwo. Aber so ein kleiner Bus. Und ihr seht schon, ein Bus könnte jetzt schon betrieben werden. Hier kommen gerade unsere Nachschubbusse. Die verteilen sich jetzt auch auf diese Linie noch mit drauf. Das passt. Das wird sensationell gut, meine Freunde. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und für alle die keinen Bock mehr auf Auto haben, die fahren bei uns einfach mit dem Bus mit. So, jetzt bin ich aber für heute erstmal gut dabei und bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, denkt an ein Däumchen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann auch an ein Däumchen, damit ich das sehe. Ja? Ansonsten, wie gesagt, nächste Folge geht's weiter. Ich versuche jetzt mich dann daran, entweder wir werden den zweiten Brötchenzug hier nochmal runternehmen. Den alten, das ist nicht der, glaube ich, der ist 21, aber der ist auch schon ganz alt. Das ist der hier. Der ist nämlich schon ein bisschen älter, der ist fast 50 Jahre alt und das macht sich an den Finanzen momentan noch sichtbar. Es kostet uns nicht allzu viel mehr, aber der steigt einfach in den Kosten und irgendwann wird er nicht mehr lukrativ sein. Das müssten wir uns mal bedenken. Auf der anderen Seite wird es uns wahrscheinlich auch nicht wehtun, wenn nur ein Brötchenzug hier drauf fährt, zur Entlastung der anderen Linien. Ob es klappt, ob es nicht klappt, ich weiß es nicht. Wir können es aber uns mal angucken oder zumindest in den Kommentaren mal ein bisschen drüber reden. Also, so, jetzt habe ich es geschafft. Ich freue mich, wenn es euch doch gefallen hat. Wenn nicht, wie gesagt, Kommentare stehen euch offen. Ich bitte um sachliche Diskussionen, weil es hat in letzter Zeit, fand ich das irgendwie ein bisschen schwierig. Und würde mich freuen, wenn wir uns da einfach mal wieder auf ein Plauschchen treffen. Ja? Denkt auch immer dran, meine Lieben, es liegt alles immer am lieben Geld. Ich würde ganz, ganz vieles tun, wenn ich nur die nötigen Moneten dafür hätte. Ja, wenn ich keine Kohle habe, kann ich natürlich auch nichts machen. Aber das ist, glaube ich, den meisten, die in den Kommentaren unterwegs sind, ist das auch klar. Ne? Okay, also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao!